Ja, hi, willkommen, mein Name ist NeroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir ja ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte von einigen Leuten gehört, also nicht gesehen, gehört, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben einfach nur gesagt, hey, übrigens, ich bin ein weißes Kind, ich habe keine Eltern und so, ich bin von meinen Eltern in der Valkyrien Versuchskaninchen Labor eingelandet und so weiter und so fort. Könnt ihr euch alles im letzten Part angucken. Nur so nebenbei. So, und jetzt sind wir hier in der Schlacht von Nagia und wir müssen jetzt versuchen, hier irgendwie zu überleben. Ich habe jetzt einfach mal Rosie genommen. Warum auch nicht? So, von hier aus können wir, glaube ich, nach oben gehen. Und hier können wir mal sehen, wie es hier so aussieht. Wir müssen da, wo das gelbe Ding ist, hingehen, aber... Ich würde sagen, wir gehen erstmal unten lieber lang, weil wenn wir da oben sind, während unser Zug vorbei ist, dann weiß ich nicht, dann kriegen wir Probleme. Oh Gott! Was willst du denn? 70, willst du mich auf den Arm nehmen? So hat er uns auch keinen Schaden gemacht. So, so viel dazu. Läuft. Weiß nicht. Mal gucken, wie es hier aussieht. Wavy. Na, wie geht's denn so? Geht's dir gut? Du bist aber wohl nicht wegsterben, oder? Mein Gott, hier ist ein verdammtes Labyrinth. Warum? Unsere Panzer sind übrigens auch nicht draußen, weil... Ah, what in the heck? Weil hier überall Gefahr ist. Aua, 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 aua. Weil die Raketen und so alles sind. Und ja, super. Da bringen unsere Panzer nicht sehr viel. So, Kevin. Ich habe gehört, du tötest gerne. Das stimmt. Dann los, töte. Da ist einer, töte ihn. Denk, so kannst Kevin aufhalten. Das habe ich mir gedacht. Okay, er hat irgendwie eine mädchenhafte Stellung, nachdem er getötet hat, aber das ist egal. So, Lago. Ich glaube, wir brauchen doch hier Panzer, Antipanzer-Einheiten. Diese Bunker da zu erledigen. Ich glaube, die kann man kaputt schießen, oder? Bin mir jetzt nicht so sicher. Nö. Ach, die müssen wir wieder von hinten, glaube ich, bearbeiten. So, wir sind richtig kacke positioniert, finde ich gerade. Aber egal. Na, Herbert. Mach irgendwas. Wir sind sowieso schon hier irgendwie... Läuft irgendwie nicht so alles nach Plan gerade. Finde ich irgendwie... Deswegen mach einfach irgendwas. Ahaha! Scouter-Elite. Also er schafft es. Ah, okay. Hab ich irgendwie geschafft. Ahaha! Der Bunker erschießt uns ab. Ich glaub's nicht. Ich glaube, ich muss hier rüber. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen muss, ehrlich gesagt. Ich versuche mal mit Alicia darüber zu gehen. Ich glaube, wir haben jetzt auch mehr Bewegungspunkte. Jetzt, wo die Scouts-Eliten sind. So, wenn wir uns jetzt nicht allzu blöd platziert haben. Stimmt, wir können jetzt auch Morser einsetzen. Mein Gott, ich. Mein Gott. Mach mal so. Warum? Einfach, wenn es auch richtig schwer geht. So, dann gehen wir mal runter. Ich weiß, was ich tue. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Gucken, wie es hier aussieht. Hallo? Hallo?
Mach schon mal die ganzen Bunker hier. Gesichert irgendwie. Ich muss erst mal gucken, was hier passiert. Oh, ich merke gerade, letzter war ja nicht die Panzer benutzen können, haben wir mehr Kommandopunkte, die wir ausgeben können. Für weniger Leute. So, lass mal gucken. Ja, das klappt auf jeden Fall nicht. So, komm. Verdammt. Noch gepasst, hat er sich da umgedreht und so denkt, was war das? Er hat seine Ladung an mir vorbeigeschossen. Okay. Muss ich aber sagen, wir bewegen jeden einmal. Und dann tun wir die nächsten Punkte nächstes Mal ausgeben. Die restlichen Punkte nächstes Mal ausgeben. Was wollte ich sagen? So. Was du denn? Oh Mann. Ja, komm. Oh, was? Mein Gott, wie die Waffe aussieht. Oh, mein Kopf. Zum Glück ist die Wollmütze von Wendy cool sicher. Nach dem Erlebnis. Was auch immer. So. Zug beenden einfach. Mal gucken, was jetzt passiert. Baut nur so wenig. Okay. Wow. Super Kracher. Konnte er doch. Aber wir müssen immer in irgendeinem Bunker drin sein, so wie ich das mitbekommen habe. Die müssen wir einfach wieder hier an diesen Radiator kaputt machen. Na, da war wohl nichts. Warum konntest du denn nicht? Wow. Ah, meine Ohren. Okay, perfekt. Und wir haben jetzt 2 Punkte mehr. Werde ich mir auch erstmal aufsparen. So, wieder das Gesamtgebiet hier. Übrigens, Selvaria soll ja auch irgendwo rumlaufen, haben wir gehört. Laut vertraulichen Quellen. Wie soll ich denn jetzt da durchkommen erstmal? Ich glaube hier, ne? Wird doch von überall geschossen. Oh, was? Okay, ein paar Schüsse werde ich höchstwahrscheinlich abkriegen. Verdammt. Ich treffe hier nichts. Ist der Flammenwerfer, oder? Dann heilen wir uns mal hoch. Da vergesse ich manchmal so in der Hektik. Dieses Mal nicht. Ja, wir hätten uns vielleicht ein bisschen besser positionieren können. Erstmal das Ding da ein, würde ich sagen. Mit Wavy. Oh Gott, der ist schon halb tot. Scout Power. Oh Gott. Wow, 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 wow. So, jetzt probieren wir mal. Wo seid ihr? Oh, was? Aha. Wo bist du? Ich gesehen, wo bist du? Da bist du, da bist du, da bist du. Mach mal einfach. Oh, er hat's überlebt, ich fasse nicht. Jetzt ganz vorsichtig. Ich muss mal gucken, wie es hier aussieht. Darf natürlich keiner schießen, sonst sind wir tot. Da warten welche, mein Gott. Verdammter Dreck. Wo kommt der her?
Mann, das Ding macht mich nervös. Ja, da muss es wohl Herbert dafür richten oder so. Oh Gott, der fragt doch sowas von. Leck mich. Hat er jetzt vollgebracht. Wow, überhaupt nicht mal geschossen, gut. Hallo. Chen. Du hast du ihn getötet? Ernsthaft? Ja, ich muss jetzt die Situation hier entschärfen. Ich weiß auch nicht, warum ich nicht eher auf ihn schieße, aber egal. Ja, schwierig. Du hast ihn getötet, ich fasse nicht. Kevins Mordlust ist noch nicht gestillt. Ich warte nicht, was? Hi. Na? Hast du Spaß daran, meinen Kumpel zu töten? Ich habe Spaß daran, dich zu töten. Oh ja. That's how I roll. So, dann gehen wir mal. Er wird sowieso nicht sein Mann schaffen. Aber Herbert, glaube ich. Erstmal höchste Priorität. Das. Warte mal, hast du jetzt auch so ein Ding? Nee. Wäre zu schön gewesen. Warum nicht? Tanzieren soll ab. Was ist das denn? Oh Gott, was? Ist doof. Oh, perfekt. Medik oder so. Okay, die andere Seite ist mir jetzt erstmal vollkommen egal. Ich muss jetzt erstmal hier alle am Leben halten. Ja, glaube ich. Oder auch nicht. Ja. Oh, Kevin. Wie klaustrophobisch. Eine Spinne. Wie kannst denn du klaustrophobisch sein? So. Jetzt möchte ich gleich nochmal bewegen. Und dann hat irgendwie Kevin hier alles gerettet. Aber ich schaff's dort jetzt noch. Lass mal Dinge erledigen, hallo. So. Töte das Ding. So, das Ding ist schon mal weg. Gut. 20 Lago, glaube ich, will ich bewegen. So, occupied. So. Und Kevin ist irgendwie der Held des Tages. Hm. So, jetzt können wir auch hier Verstärkung rufen. Und zwar, wer ist denn gerade verrückt? Scout, ne? Und nochmal Eika. So, Lago, du gehst jetzt mal rüber. Du musst da irgendwie rüber gehen. Jetzt. Kommst da rüber, ne? Ja. Triffst du irgendwen? Na, geht's auch schon hier. So, die Seite haben wir schon mal geklärt. Jetzt kommt die andere Seite. Von mir sind wir auch sicher. Und da hinten rechts ist ein Bunker. Das ist hinten rechts, aber direkt vor uns ist ein Bunker. Da bringt's doch nicht. So, warte, ich komme direkt zu dir rein, ha? Was sagst du dazu? Ich wollte schon sagen. Sah es aus, hätte ich nicht getroffen. Komme ich auch hier rein?
Nee, kann ich nicht. So, dann Rosie, du bist jetzt gut positioniert, finde ich. Das heißt, Wendy kann sich auch gut positionieren. Verdammt. Jawohl. Sie kann was töten. Gut. Vielleicht. Mein Gott, was ist das denn für eine Perspektive? Das ist mir auch ein bisschen gefährlich so. Steh bloß nicht auf, Mann. Frau. Alles vollgebracht. So. Gut positioniert, finde ich. Kann sich sehen lassen. Immer noch 6 Kommandopunkte. Hui. Nein, nicht schon wieder. Jawohl. Mein Gott. Da ist immer zu knapp. Das war der letzte Bunker, ne? Wow, das ging schnell. Überall Explosion, aber die Sandsäcke stehen noch. Beziehungsweise liegen noch. Ja, und immer noch können wir nicht da raus. So, ich würde sagen, wir beenden den Part jetzt hier, beziehungsweise ich beende den Part hier. Ihr habt keine Gewalt darüber. Und ja, mal gucken, wie es in der nächsten Folge mit dieser Schlacht hier weitergeht. Bis dahin sage ich, haltet die Ohren steif und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.